Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. In der letzten Folge haben wir es jetzt endlich in die Stadt geschafft. Das ist schon mal voll super. Aber es gibt noch ein paar kleine Probleme. Der große böse Wolf ist nämlich mittlerweile unterwegs. Ja, dementsprechend habe ich ein bisschen Angst, wieder aus dem Haus rauszugehen. Aber wir müssen hier einfach noch mehr leer räumen und uns ordentlich umsehen und das ganze Zeug dann hier hinschleppen. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Allerdings sind wir momentan echt erschöpft. Das ist jetzt auch ein gewisses Problem. Hunger und Durst haben wir auch. Das heißt, wir werden uns erstmal ein bisschen noch was reinpfeffern. Vor allem von diesem leckeren Hundefutter. Habt ihr eigentlich schon mal Hundefutter gegessen? Ich bin mir gerade völlig unsicher, ob ich schon mal Hundefutter gegessen habe. Ich denke, ich habe mal Trockenfutter von irgendwas gegessen. Aber ob das vom Hund war? Da habe ich jetzt gerade Zweifel. Das könnte ich jetzt nicht beschwören, ob das tatsächlich so war. Könnte schon sein, aber muss nicht. So. Ich würde sagen, wir wagen es einfach mal. Ich meine, wir haben es ja nicht so weit zu laufen. Also insofern können wir auch mal ruhig rausgehen. Ich werde dann zur Sicherheit gleich mal die Fackel an... Wo sind wir? So, Fackel. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Nicht, dass der Wolf uns sofort wegsnackt. Nee, ich sehe jetzt aktuell nichts. Aber ich höre was. Nein. Kannst du knicken? Der war irgendwo da hinterm Haus. Ja. Ja, Leute, ne? Also ich... Scheiße. Verdammt. Nee, das muss jetzt echt nicht sein. Ich will jetzt hier kein Beef mit dem haben. Was machen wir denn dann jetzt Cleveres noch? Ich meine, wir können sie am nächsten Morgen probieren. Aber, weiß nicht. Was sagt denn eigentlich so die Zeit? Wir haben Hunger, wir haben Durst. Ich will jetzt aber für dieses eine Kaninchen hier nicht nochmal ein Feuerchen anmachen. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder Holz finde oder Holz hacken kann. Ich werde das Kaninchen jetzt hier erstmal da... Genau, frisches Fleisch kommt zukünftig oben in das Gefrierfach. Gleich mal merken, Leute. Moment. Also jetzt spiele ich das schon so lang. Ach, das ist gegart? Oh. Das war gegart. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich vermute, das ist wieder eine E-Mail von Twitter. An dieser Stelle sei gegrüßt, Gwyneth. Vermute, dass sie es war. Ja. Wie dem auch sei. Was machen wir denn jetzt in dieser Zeit? Wir können doch mal gucken, ob wir das ganze Klowasser haben wir schon. Ich meine, wenn wir klug wären, was wir natürlich sind, wir sind definitiv super klug. Wir hauen uns jetzt einfach mal so eine Stunde hin. Chillen und entspannen. Und dann, wenn wir wieder aufwachen, dann probieren wir es einfach nochmal. Und wir können ja auch einfach mal dieses eine Haus, das so ein bisschen über den Bergen, also an den Bergen hängt, abchecken. Ich glaube, das ist ziemlich gut und das machen wir. Und im Moment laufe ich wieder wie ein Idiot hier rum. Könnte damit zu tun haben, dass es mich gerade irritiert und... Stadt ist da, da geht's hoch. Und ich glaube, ich gehe da jetzt einfach mal hoch. Und ich wollte sagen, es irritiert mich gerade sehr. Denn... Die Sonne scheint ein bisschen auf meinem Monitor. Voll doof. Und ich krieg die auch nicht rausgesperrt, also... wie soll ich das erklären? Ich habe so ein Zimmer... Also ich wohne in der WG. Genau, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich wohne also in der WG und ich habe eben so hier die Südseite. Das ist ziemlich geil, denn mein Zimmer hat einen fetten Balkon. Mit, Gott, dürften wohl 4 oder 5 Quadratmeter sein. Das ist halt so ein Süd... Westbalkon, so in etwa. Und das ist jetzt richtig doof, weil am Abend scheint dann da die Sonne rein. Und ich habe jetzt hier keinen Rollladen oder so. Das hat man damals bei den Häusern nicht mit verbaut. Das hier ist so ein Haus, das eben in den 1950ern, also direkt nach dem Krieg, ich glaube 1956 oder so, gebaut wurde. Also das ist nicht mehr so ganz direkt nach dem Krieg, aber die Situation für den privaten Wohnungsbau war ja hier schlecht, ne? Es ist ja im Osten. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich in Rostock wohne. Ja. Wo war ich jetzt?
Genau, und dementsprechend hat man hier also keine Rollläden verbaut. Und ich habe aber hier innen auch selbst nichts verbaut, weil, weiß nicht. Ich weiß nicht, wieso ich das nie gemacht habe. Das nicht für nötig gehalten oder so, oder wollte nicht bohren oder keine Ahnung. Ist halt alles nicht so, dass ich da was zuziehen kann. Und deshalb mache ich das dann immer so, dass ich in die Balkontür dann eben ein Handtuch reinklemme. Das Handtuch deckt aber nur halt eben einen Teil dieser Fensterfront ab. Und der restliche Teil, ja, der lässt sich halt nicht abdecken. Und je später es am Abend wird, desto mehr scheint mir dann hier diese blöde Sonne wieder rein. Ist voll doof, aber was bleibt mir da übrig? Ich habe ja noch die große Hoffnung, dass ich dann demnächst auch wieder was anderes finde, denn die Wege hier ist hier, naja, nicht so pralle. Drücken wir es mal so aus. Da habe ich nächsten Montag... Gott, für euch ist es, glaube ich, jetzt hier auch schon die Folge am Ende der Woche. Also am Sonntag, das heißt, ich hatte in dieser Woche, in der ihr das seht, am Montag einen Besichtigungstermin. Ich hoffe, dass das was ist, dass ich das vielleicht kriege und dass ich dann da bald umziehen kann. Das wäre auch super für YouTube, weil ich dann tatsächlich immer ungestört aufnehmen könnte. Und vor allem, was ich noch richtig geil finden würde, ich könnte dann anfangen zu streamen. Und dann könnte ich so ein, zweimal die Woche sicher einen Stream anbieten und das wäre richtig geil und dann könnte ich vielleicht auch mit Abonnenten zusammenspielen. Also wenn natürlich da überhaupt Bedarf danach besteht. Und ja, das würde echt fett rocken. Und das kann ich halt hier so nicht machen. Zum einen komme ich mir ziemlich dämlich dabei vor, wenn ich immer so quatsche und er ist da. Und zum anderen, er ist halt laut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er nochmal extra laut ist, wenn ich aufnehme. Naja. Ist wie es ist. So, hier ist jetzt nichts weiter. Haben wir was übersehen? Haben wir da unten was übersehen? Da haben wir nichts übersehen. Nö, voll nicht. Dann ab nach oben und dann hoffe ich, dass wir da noch irgendwie was Cooles finden. Sieht aber nicht so aus. Gut, dann checke ich hier nochmal schnell die ganzen Ecken. Ich laufe das erstmal ganz kurz ab, damit ich dann möglichst schnell die Laterne wieder ausschalten kann, denn ich möchte Öl sparen. Hier, da ist nichts, was wir übersehen könnten. Doch, da wäre was, was wir übersehen könnten. Brecheisen, aber das haben wir jetzt nicht mehr übersehen. Alles cool, alles cool. Dann machen wir es mal aus. Ja, das tut mir jetzt leid für euch, dass ihr dann da nicht so sehen könnt, aber wir müssen mit den Ressourcen echt ein bisschen schonender umgehen. Ich möchte ja diesmal, also, ich wäre echt stinkesauer, wenn ich wieder so frühzeitig verrecken würde. Was heißt frühzeitig? Das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja richtig lang überlebt, aber ich möchte halt diesmal richtig lange durchhalten. Richtig, richtig lange. Da war mal Lampenöl, ansonsten war da nämlich nichts. Und ja, um eben richtig lange durchzuhalten, ist es halt praktisch, wenn du die Ressourcen ein bisschen schnurrst, ne? Macht Sinn, denke ich. Und deshalb will ich also nicht mehr so viel Öl verbrauchen, wenn das nicht unbedingt nötig ist. Yeah! Leute, das ist super heftig. Das ist, ja... Ich bin begeistert, wir sind gemachte Leute. Es fehlt irgendwie nur noch die Thermosstiefel und dann gehen wir total ab. Und sind wir eingepackt, genau. Wie Arktisforscher. Läuft gut. Also war das doch die richtige Entscheidung, hier beim Coastal Highway zu bleiben. Top, 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 top. Ja, wir sind also überladen, wir sind fertig und, wir könnten jetzt gleich eigentlich so wieder zurückgehen, aber ich weiß nicht. Ich bin halt unsicher. Wir werden erstmal checken. Durst haben wir auf alle Fälle und Hunger haben wir auch. Das heißt, wir trinken... Haben wir da überhaupt was, was wir wegtrinken könnten? Ja, das können wir wegtrinken. Dann trinken wir das zumindest schon mal schnell weg. Trinken wir hier auch noch ein bisschen, dann ist das schon mal beseitigt. Und ich glaube, dann treten wir mal den Rückweg an. Yeah. Genau, und wo war ich jetzt eigentlich noch? Ich war noch WG und nee, ist nicht so geil und so. Ja. Nee, also ich würde mich da echt freuen, wenn ich dann allein wohnen könnte. Vor allem, er ist halt irgendwie so ein Sif-Typ, also... Die Küche ist halt dann total besifft und das macht keinen Spaß, meiner Meinung nach. Wenn halt immer alles drum liegt. Ich bin halt ein sauberer Typ und er halt nicht.
So, Wolf ist nicht unterwegs bei dem Wetter, ne? Wir könnten jetzt hier nochmal rumschleichen. Und wir gehen einfach nochmal Richtung Haus hier. Und schauen mal, ob wir da jetzt mittlerweile in den Keller kommen würden. Nee, hier geht das also nicht. Das geht also offensichtlich nur im Moment beim idyllischen Tal, bei dem Bauernhaus, dass man in den Keller kommt. Hier noch nicht. Ich hoffe, dass die das noch reinpatchen. Das wäre richtig, richtig cool. So, wir haben wieder mittlerweile so viel Shit dabei. Also, ab zum Kühlschrank. Und dann werden wir das jemanden einlagern. Ich denke, das läuft. Das kann auch weg, kann weg. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht so viel. Wir haben einfach viel zu viel dabei. Das muss nicht. So, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Ich bin begeistert. Haben wir da noch irgendwie was? Nee. Jetzt ist es allerdings schon ziemlich spät. Da, guck dir die Uhr an, guck dir die Uhr an, Mann. Jetzt musst du doch wissen, wie viel Uhr es ist. Nein? Schau nochmal genau hin. Es ist 5:05. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wieso er so diese Scheißprobleme mit dieser Uhr hat. Kann doch nicht angehen. Hat ein Loser. So, ich bin pissig. Ach ja, Leute. Ich sag's euch. So, wir schauen jetzt mal, was wir hier für Kleidung einlagern können. Ich könnte eigentlich noch weiter ranten hier über Mitbewohner und so. Ich kann auch jedem, der später studiert oder so, der im Allgemeinen in der WG zieht, echt. Ihr braucht viel Glück. Ihr braucht echt viel Glück, dass das nicht die Katastrophe schlechthin ist. Könnt ihr mir glauben. Könnt ihr mir wirklich glauben. Das kann echt in die Hose gehen. So, was können wir da noch abstellen? Ich glaube, das Lampenöl brauchen wir auch nicht. Und ach, wir haben wieder viel zu viel Zeug dabei. Wo war denn hier der schöne Schrank? Nee. Das haben wir aber nicht da rein. Ich glaube, da hatten wir einen Schrank hier. Genau. Das ist perfekt dafür. Werden wir hier wieder ein bisschen Ablage ablegen. Moment. Ich gehe erst nochmal zurück. Wir füllen das Ding erstmal auf. Und dann kommt das restliche Lampenöl dann weg. So. Zurück zur Mitbewohnersituation und so. Also du steckst halt einfach nicht drin. Du kannst auch sagen, oh, das ist eine beste Freundin von mir und mit der ziehe ich zusammen. Und am Ende wird das dann einfach nicht. Weil zusammenleben und einfach nur so ganz normal befreundet sein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich denke, jeder, der in der WG gewohnt hat, der kann das nachvollziehen, was ich hier sage. Das ist auch mal interessant. Wie wohnt ihr so? Ich vermute mal, dass relativ viele noch bei ihren Eltern wohnen. Diejenigen, die es nicht mehr tun, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich auch interessieren. Vor allem würde mich interessieren, was ihr so von WGs haltet, was ihr da vielleicht schon für eigene Erfahrungen gemacht habt und ja. Also das könnt ihr euch mal reinhauen. Das ist ein Thema, können wir tatsächlich mal drüber quatschen. Ich weiß auch gar nicht. In letzter Zeit habe ich so immer wieder das Gefühl, dass ich ganz gerne auch mal so ein Format machen würde, sowas wie Let's Talk mäßig, wo man halt nebenbei irgendein Spielchen spielt und das vielleicht am Ende nachkommentiert einfach nur. So mit einem bestimmten Topic einfach. Ja, oder man spielt halt direkt sowas wie Starbound und quatscht halt dabei über so Themen. Aber ich habe halt irgendwie auch ein bisschen Bammel, dass ich jetzt schon so viel Munition verschieße und halt einfach so viele Sachen mache, die halt im Moment unnötig sind und keiner guckt's an. Wäre ja auch doof, oder? So, wir hauen uns einfach mal so 5 Stunden aufs Ohr. Ach, ja. Heftigst übelstes Abchillen in der Bettdecke. Yeah. 2 Tage und 10 Stunden schon überlebt. Wir haben Hunger und haben Durst. Es ruft also förmlich nach einem kleinen Mitternachtssnack. Den werden wir uns auch gönnen. Wir schnappen uns den Dosenöffner und werden leckeres Hundefutter essen. Mit der Geschmacksrichtung Kaninchen und Hirsch. Voll lecker. Durst haben wir auch. Wir haben hier noch Edel Deluxe Wasser. Abgefüllt aus der tollsten und schönsten Toilette der Region. Ein wahrer Gourmetgenuss. So.
nachdem wir jetzt wieder so gestärkt sind und hier die absoluten Edel Deluxe Speisen hier zu uns genommen haben, da können wir uns nochmal so 5 Stunden aufs Ohr hauen. Hey, etwa 5 Stunden Dunkelheit übrig. Wenn sich das mal nicht trifft, top Timing wie immer. So, ich trinke mal noch ein Schlückchen Kaffee. Ich bin im Übrigen noch immer in ein und derselben Aufnahmesession. Wie gesagt, Mitbewohner nicht da. Die Zeit muss man nutzen. So, dann haben wir hier noch so ein Stückchen Reh. Ich glaube, das können wir gleich mal ganz weghauen. Dann trinken noch ein bisschen Wasser. Und dann könnten wir diesen Tag jetzt auch nutzen. Der hat jetzt aber ganz schön viel getrunken. Das ist eine Sie. Sie, Entschuldigung. Sie hat ja ganz schön viel getrunken. Ich glaube, da können wir jetzt echt mal aufbrechen. Möp, möp. Habe ich jetzt hier ernsthaft gerade gemöbt? Ich habe hier ernsthaft gerade gemöbt. Das sollte euch zu denken geben. Da haben wir, glaube ich, das ganze Medizinzeug gelagert. Da kann ich auch nochmal gucken, haben wir da nicht noch was bekommen? Nö. Haben wir nicht. Bevor wir jetzt aber loslaufen, werden wir gleich nochmal die Zeitung auseinandernehmen. Das zerlegen wir nochmal schnell und dann geht's los. Weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig. Was? Es sollte jetzt eigentlich mittlerweile hell sein. Ist das etwa nicht hell mittlerweile? Nehmen mal die Seitentür. Gucken argwöhnisch. Ich sehe nichts. Wir gehen mal auf den Hügel. Oh. Seitdem ich diesem blöden Wolf begegnet bin, habe ich hier echt schon wieder Bammel. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Episodenbildchen. Gleich mal einen Screenshot gemacht. Und dann würde ich sagen, schleichen wir uns auch noch schnell zu diesen Häusern. Und das Ziel wird dann jetzt noch sein, dass wir noch so ein paar Häuserchen plündern. Wobei ich jetzt auch schon wieder sehe, wir sind bei 17 Minuten. Und das ist ambitioniert. Ich möchte ja wirklich gucken, dass die Folgen nicht mehr so lang sind, damit ihr auch die Folgen gucken könnt, ohne dass ich euch zu viel Zeit klaue. Denn ich denke, das macht einfach keinen Sinn, wenn ich hier 100 Jahre lange Folgen mache und die guckt sich am Ende niemand an, weil ja niemand die Zeit hat. Und das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Also seitdem ich selbst Let's Plays mache, habe ich gar nicht mehr so großartig die Zeit, Let's Plays von anderen zu sehen. Was jetzt so auch nicht stimmt, ist, ich habe ein paar, die sehe ich immer ganz gerne an. Ihr könnt auch mal gucken, ich habe nämlich in meiner Channel-Beschreibung auch ein paar andere Channel verlinkt und ja, ich weiß, das ist jetzt sozusagen Werbung für die Konkurrenz in gewissem Maße machen, aber ganz ehrlich, wenn ihr die lieber gucken wollt, guckt die. Ich mag die nämlich. Und da sind tatsächlich die drin verlinkt, wo ich auch gerne mal reinschaue und auch relativ häufig kommentiere. Im Übrigen bin ich auch jemand, der eigentlich nur kommentiert, wenn er das auch tatsächlich gesehen hat. Also ich mache hier keine Werbekommentare. Das finde ich irgendwie, ich finde das falsch. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Wobei ich denke, dass es wahrscheinlich natürlich ist, dass man sich in den Let's Plays irgendwann wiederholt. Denn so die Hammer-Mega-mäßig krassen Themen hat man ja gar nicht, ne? Also wenn man halt so allgemeiner redet und vor allem dann halt auch bei so einem Sandbox-Game so gesehen. Denke ich jetzt mal. Best be prepared for anything. Ja, aber ich glaube schon, also selbst wenn man an Gronkh denkt, dann sagt er ja eigentlich auch häufig dasselbe und dann fängt er wieder mit dieser Schnelllebigkeit an. Ah, wir wissen es ja. Und das war jetzt übrigens kein Gronkh-Hate, bevor das jetzt kommt. Es ist, manchmal muss man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Einige denken immer gleich, bloß weil man irgendwie was ansatzweise sagt, was jetzt nicht so eine Vergötterung von anderen ist. Dass das sofort Kritik ist oder so, oder dass man die Leute nicht mag und dann heißt es, hast du was gegen Gronkh? Nein, ich habe nichts gegen Gronkh. Gronkh war einer der ersten Let's Player, die ich überhaupt gesehen habe. Ohne den hätte ich niemals mit dem Let's Playen angefangen. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, also dass ich mir seine ersten Let's Plays angesehen habe und da fand, dass er noch nicht so geil war und dass mich das im Endeffekt dann selbst ermutigt hat, das eben auch zu probieren. Weil ich mir gedacht habe, er hat sich verbessert, da kann ich mich doch auch nur verbessern und am Anfang musst du nicht perfekt sein. Ich glaube, perfekt wird man sowieso nie. Und nach Perfektion streben ist, glaube ich, sowieso doof. Weil man die nie erreichen wird.
Oh, ich sehe schon wieder, wir sind jetzt irgendwie schon wieder bei über 20 Minuten. Daher sage ich jetzt ganz einfach mal, wir lassen das für diese Folge sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann plündern wir dieses Häuschen hier noch gar aus. Und hier war ja in der Nachbarschaft noch ein anderes Häuschen, das knüpfen wir uns dann auch vor. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und ich wünsche euch was und ich hoffe, dass ihr morgen wieder reinschaut. Oder was heißt morgen? Das ist ja mittlerweile falsch. Nein, ich hoffe, dass ihr übermorgen wieder reinseht und ich wünsche euch was. Also dann, ciao.